aujourd'hui, dans le rond ancestral, fierté nationale, grand et fort, paré au combat, sous les ovations de ton peuple en émoi. Liebe Schlussgang-Leserinnen und Leser, liebe Schlussgang-Community, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Schlussgang Splitter TV. Ihr habt gerade wieder ein paar Impressionen gesehen vom Eidgenössischen Schwingfest 2019 Zug. Man muss es mittlerweile sagen, in dieser heilen Schwingerwelt, die es dort noch gesehen ist, mittlerweile jetzt nach Corona oder beziehungsweise während Corona, sind das natürlich Bilder, die wir mit grosser Wehmut anschauen. Da natürlich auch gerade wieder der Hinweis am 9. 16., 23. und 30. August werden wir auf www.schlusskamp.ch und auf unserer Facebook-Seite in vier Teile das Eidgenössische können in Kooperation mit Schweiz Radio und Fernsehen können zeigen. Und auf das freuen wir uns doch sehr. Jeweils um 10 Uhr startet das alle an diesen Sündigen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn da viel würden rein schauen. Ja, bezüglich Schwingfest zwischen diesem Jahr sieht es nicht so wahnsinnig gut aus. Wir haben im Moment noch aktuell 15 Schwingfeste, die noch angesetzt sind. Ich denke aber so, wie sich die Sachlage jetzt ein bisschen entwickelt hat mit den steigenden Fallzahlen, müssen wir davon ausgehen, dass es in diesem Jahr auch sicher freiluftmässig sehr, sehr schwierig wird werden, noch Schwingfeste durchzuführen. Das ist sehr hart für die Veranstalter, aber auch sehr hart für die Schwinger selber. Und ja, man kann es leider nicht ändern. Es bleibt Hoffnung, dass vielleicht im November, Dezember das ein oder andere Hallenschwingfest noch stattfindet. Jetzt sind ja auch bereits ein paar Anlässe angesetzt. Und wir werden euch da natürlich auf unserem Kanal laufend auf dem Laufenden halten, was bezüglich Schwingfest laufen. Ja, jetzt in dieser Zeit, wo wir an der Schwingfest wären, das schöne Wetter geniessen, ist es auch immer bei diesen heißen Temperaturen noch immer gut, wenn man etwas kühles Getränk in den Händen kann haben oder darf trinken. Und da möchte ich etwas aus unserem Schlussgang-Shop zeigen. Das ist die Trinkflasche mit einem schönen, urchigen Sujet. Die Trinkflasche die ist erhältlich im Schlussgang-Shop und ist ein sehr gutes, qualitativ sehr gutes Produkt. Ist brauchbar einerseits zum kühles Getränk zu kühlen, kühl zu behalten, aber auch zum Beispiel warmen Tee warm zu behalten. Also das ist wirklich etwas, was man kann im Sommer, aber auch im Winter kann brauchen. Sehr gebig, sehr leicht und auch gut wieder verwertbar. Nebst dem haben wir natürlich auch noch weitere andere Produkte in unserem Shop. Also ein Besuch auf dem Schlussgang-Shop, der lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich werde eigentlich gar nicht mehr länger werden. Ich habe noch aufzulösen die Frage von der letzten Folge. Und zwar habe ich dich gefragt, wie viele Kränze sind 2019 insgesamt verteilt worden. Es sind 926 insgesamt an diesen 37 normalen Schwingfesten und am eidgenössischen Schwingfest. Also die zwei oder die 38 Feste zusammen haben die 926 Kränze gegeben. Für die nächste Folge, die Auflösung kommt dann, stelle ich folgende Frage. Und zwar, wer hat 2009 die Schlussgangwertung können gewinnen? Das war die erste Schlussgangwertung, die wir durchgeführt haben.
Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite bereits wieder gesehen. Ich wünsche euch gute Zeit, schöne Sommerferien. Für die, die Sommerferien dürfen geniessen, geniessen das Wetter, geniessen halt gezwungenermaßen auch die freien Sonntage. Freut euch auf den August, wenn das Eidgenössische noch einmal gezeigt wird in voller Länge. Und dann ja, wünsche ich gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten könnt. Gute Gesundheit, merci vielmals.